Dann kannst du sie be- da hast du ja die Aufkleber, ne? Und dann kannst du sie ja bekleben. Was ist denn noch für ein Aufkleber? Ein Pokal, Regenbogen, ein Finger, was auch immer es heißen soll, eine Torte, Sternchen. Die Augen kannst du ja unsere Klebeaugen nehmen. Wir haben ja Klebeaugen. Die winkt von ganz allein. Hier kann man ja auch noch was draufkleben. Ist ja auch die Gesundheitskatze, ne? Nicht die Form rausziehen, nur den Glitz selber möchte ich haben. Da dann noch was zu. Eine Karton, ne? Soll ich hier einen Blitz draufkleben auf die Katze hier? An der Seite? Soll ich hier draufkleben? Ich weiß nicht, muss man da einen Blitz jetzt draufkleben? Wofür ist denn der Blitz? Ach, guck mal hier, der Stinkefinger ist auch dabei. Na, den machen wir nicht drauf, oder? Nee. Stinkefinger will ich nicht drauf machen. Nee. Hier, das Symbol kannst du drauf machen vielleicht. Oder ein Herz kannst du drauf machen. Guck mal, jetzt bin ich mit dem Finger gegengekommen und schon winkt sie wieder. Man kann... Ist eigentlich ziemlich gut. Am Anfang winkt sie so und dann am Ende ist sie dann wieder so. Wenn man sie anhält, dann kommt sie selbst in Schwung. Sie bringt sich selbst in Schwung. Voll interessant. Wo soll das Symbol rauf? Hier? Ist ja niedlich gemacht, diese Winkelkatze. Die ist überhaupt nicht laut, die ist total leise, ne? Ja, unsere anderen sind lauter, finde ich. Ja. Die hörst du gar nicht hier. Die ist so leise. Hier vorne hat sie den Blitz drauf gemacht hier. Aber du hast einen Kleber da drauf gemacht, ne? Als Glücksbringer. Ja, ist richtig. Wo soll das Herzchen? Kann ich auch dahin, genau bei ihr, wo das Herz ist, da ja, genau. Ein Herz von der Katze, ne? Ja. Voll niedlich. Hoffentlich bringst du uns Glück. Bringt sich ja immer wieder selbst in Funk. Soll sie sich jetzt nicht selbst in Schwung bringen? So. Wie heißt? Die heißen Maneki Neko. Das gibt's alle möglichen Farben von. Neon, Pink, Violett, Weiß, Schwarz, Galaxy, Mondlicht, Neon, Pink, Pink, Yellow, Blue, Green, Grey. Ja, die das, guck mal, hier haben die überall verschiedene, haben die drauf gemacht. Da hat sie den Kuchen drauf gemacht, da hat sie das drauf gemacht, da hat sie das drauf gemacht. Und da hat sie das Zeichen drauf gemacht. Und da hat sie einen Stinkefinger drauf gemacht. Den machen wir nicht drauf. Stinkefinger machen wir nicht drauf. Soll ich ihr ein Sternchen drauf machen? Ja. Wo soll sie das Sternchen bekommen? Das weiß ich nicht. Mach du doch. Entscheide doch. Das Herz ist schon mal richtig schön hier. Sieht schon mal richtig schön aus. Okay. Kann man ihre winkende, wenn sie winkt, kann man diese winkende Pfote auch verzieren? Sie kommt ja immer selber in den Schuh. Kann man
kann man sie dann verschieden dekorieren. Ja. Je nach wie man möchte. Was machen wir mit dem Stinkefinger? Nee, Stinkefinger brauchen wir nicht. Wieso packen die da einen Stinkefinger bei? Manche Sachen muss man auch nicht verstehen. Und wieso einen Stinkefinger auf eine Winkekatze kleben? Das passt ja mal überhaupt nicht zusammen. Nee. Stinkefinger und Winkekatze. Die kommt ja wieder selber in Schwung. Hier noch ein Sternchen. Bleibt auch richtig schön drauf und sieht auch toll aus. Mhm. Eine Wassermelone? Passt das? Keine Ahnung, ob das passt. Eine Geburtstagstorte? Ja, die Torte kannst du ruhig drauf machen, ja. Ein Pokal? Ein Pokal ist super. Und das hier? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendein japanisches Zeichen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kann Japanisch leider nicht. Mhm. Ein Regenbogen? Regenbogen ist auch schön. Was ist das hier? Das weiß ich auch nicht. Eine 8? Mhm. Ein S-Zeichen? Das Zeichen für... Und der hier bleibt aus. Der sowieso nicht. Wie kann man einen Stinkefinger bei einer Winkelkatze mit reinpacken? Ja, das finde ich auch nicht toll. Vielleicht heißt das was anderes auf Japanisch. Hm. Vielleicht heißt das Glück. Ich kann Japanisch nicht. Kenne mich damit leider nicht aus. Keine Sorge. Die hier ist für Gesundheit und Krankheitenabwehr, die rote. Genau. Die haben ja immer verschiedene Bedeutungen. Eine schwarze hält Einbrecher und böse Geister fern. Mhm. Eine weiße ist Reinheit, eine pinke heißt Liebe. Eine grüne, also eine mintfarbene, bringt Gesundheit. Die hier hält Krankheiten ab. Mhm. Eine Wassermelone? Mach die doch auf, wenn du die drauf machen willst. Eine Torte? Kann man ja verzieren, nach man will. Das S-Zeichen für Geld? Kannst du auch aufmachen. Den Pokal mache ich mal rauf. Platz 1. Also die am meisten Glück bringende Winkelkatze ist die. Ist die. Dreifarbene, weiß ich. Die bringt dann wohl immer am meisten Glück. Also eine Katze hat dann drei Farben, dann bringt sie Glück, eine Winkelkatze. Am meisten Glück bringt sie. Das reicht jetzt aber auch, glaube ich. Das wird sonst zu viel, ne? Na, hier ist noch ein bisschen Platz. Ja, da kannst du noch eins noch aufkleben. Hier sind eins. Hm. Welches? Weiß nicht. Das hier auf jeden Fall nichts. Das bedeutet Essen. Den Stinkefinger nicht, nee. Ich meine das Wassereis. Das hier meine ich, das Wassereis. Was bedeutet das hier jetzt aber? Das weiß ich nicht. Muss man mal im Internet nachgucken, was das heißt. Ich kenne dieses Zeichen. Irgendwoher kenne ich das. Ich habe das doch schon mal gesehen. Das kann mir... Ja, wir können ja mal gucken, wie schwer das ist hier. So, Mäuschen. Das S-Zeichen für Geld?